Hamburg liegt auch in den kommenden Tagen in einer westlichen Strömung im Zustrom milder Luftmassen an der Grenze zu richtig milder Luft, die in Südeuropa noch wetterbestimmend ist. In Frankreich nochmal Temperaturen um 30 Grad. Bei uns kommt davon nicht allzu viel an. In unserer westlichen Strömung sind vor allen Dingen die Tiefausläufer wetterbestimmend und die bringen erst einmal Regen. So auch in der kommenden Nacht. Da ist es bedeckt. Zeitweise fällt Regen oder auch Sprühregen aus den Wolken heraus. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte um 12 Grad. Der Tag morgen beginnt dann auch so, wie der heutige endet, meistens mit vielen Wolken. Morgen früh dann eine geschlossene Wolkendecke. Zeitweise zieht Regen über uns hinweg. Es ist mal der leichte Regen, es ist mal der Sprühregen, auch mal der mäßige Regen. Da hat man also im Tagesverlauf alle möglichen Regenformen, die man interessant beobachten kann. Das Ganze bei Tagestemperaturen von 17 Grad. Die Sonne allerdings, die verkriecht sich hinter den dichten Wolken und ist morgen meistens nicht zu sehen. Die Temperaturen in den kommenden Tagen wenig geändert. Höchste Werte am Samstag gerade mal bei 17 Grad. Nach einer relativ milden Nacht bleibt es auch am Samstag dicht bewölkt. Es gibt immer wieder mal Regen oder Sprühregen. Am Sonntagnachmittag erst lockert die Wolkendecke langsam wieder auf und ganz am Ende des Tages kommt dann sogar noch mal kurz die Sonne zum Vorschein. Tagestemperaturen bei eingeschränkten 16 Grad. Am Montag zwar milde 19 Grad, die Wolken allerdings bestimmen weiterhin das Wettergeschehen und zeitweise fällt vor allen Dingen am Nachmittag Regen. Wechselhaftes Schauerwetter dann am Dienstag.